Moin Moin alle zusammen. In diesem kurzen Video wird es sich um die Verehrung drehen. Wie ich bereits angekündigt habe, habe ich im Vorfeld schon mal kleine Aufnahmen gemacht, wo ihr sehen könnt, was für eine Liste ich mir erstellt habe und welche Verehrungen ich mir mit welchen Gedanken gemacht habe. Und das Ganze seht ihr dann nach dem kurzen Intro. Bis dahin. Im Vorfeld blende ich euch jetzt hier mal eine kleine Liste ein. Und zwar ist das im Endeffekt eine Liste, die auf zwei ganze Teams ausgelegt wird. Im Hintergrund seht ihr dann gleich im Anschluss dieser Liste, weshalb ich mir wie, was, wo gedacht habe. Und zwar hat das eigentlich folgenden Grund. Ihr müsst bei einer Vererbung immer auf zwei Dinge achten. Einmal müsst ihr darauf achten, was ganz wichtig ist, sehr viele Leute auch gerne vergessen. Welche wohlwollenden Pokémon ändern sich bei euch? Das bedeutet, in meinem Fall habe ich natürlich mein Entei vererbt und ich habe ebenfalls mein Groudon bzw. Schrägstrich Ho-Oh Team ein bisschen zerstückelt und vererbt. Das bedeutet auf gut Deutsch, natürlich hat sich die Wohlwollen-Geschichte auch komplett geändert. Mein Entei hat sehr andere Wohlwollen-Pokémon benötigt als die Yancy oder auch die Jayaka. Im Vorfeld habe ich natürlich da schon einiges gemacht, habe schon ein bisschen hin und her vererbt. Und jetzt im Nachhinein war da noch so der Feinschliff. Ihr seht auf dieser Liste unten bei Kombi, dass einige Pokémon auf Pokémon gehen, die eigentlich kein Mensch kennt. Zum Beispiel sowas wie Aerodactyl, Verzücht auf Brutalanda, Aneko, Zucht auf Brutalanda, Überraupi und so weiter. Das sind alles so Stichpunkte, mit denen konnte ich zu diesem Zeitpunkt mir etwas anfangen. Das hat einfach zur Folge. Dann blende ich die Liste jetzt mal wieder aus. Und zwar, wir gucken uns das Ganze mal in-game fix an. Dazu gehen wir einfach mal ganz schnell auf ein Aneko. Das hatte im Vorfeld nämlich bei mir 16er Zucht. Und die habe ich natürlich komplett auf ein Brutalanda vererbt. Weil Brutalanda wird im Endeffekt als wohlwollendes Pokémon benutzt. Ja, in 16er Zucht hat das natürlich super gepasst. Aneko, ein Pokémon, was ich vor ganz vielen Monaten mal irgendwann mal gepusht hatte, war noch ein Überbleibsel. Und so konnte ich natürlich direkt das wohlwollende Pokémon nutzen. Hat mich im Endeffekt 200 Diamanten gekostet. Das sind so Kleinigkeiten und Feinheiten. Damit kann man doch einiges sich sparen, sage ich mal. Da sind 200 Diamanten auch wirklich ein Witz und die sollte man investieren. Wenn wir uns die Liste dann nochmal angucken, ich blende sie euch jetzt nochmal ein, seht ihr auch, dass ich mir Stichpunkte gemacht habe, wie Palkia so pushen. Das bedeutet im Endeffekt für mich, Palkia ist ebenfalls als wohlwollend. Ich hatte keine Pokémon mehr, die dann wohlwollend vorgefertigt haben. Demzufolge fange ich dann an, diverse Pokémon natürlich anders zu pushen. In dem Fall Palkia. Weiterhin seht ihr jetzt im Hintergrund auch, dass ich dort anfange, meine Fessel und Fleißwerte natürlich von meinen Ford-Damage-Dealern, sprich mein Entei und mein Groudon und mein Latios und Latias, dass ich diese Werte auf meine neuen Main-Pokémon übernehme. Das sind eure Werte, die solltet ihr immer im Auge behalten. Die Fessel und Fleißwerte sind die wichtigsten Werte. Die solltet ihr immer auf eurem Main-Damage-Dealer, Tank, also euer Pokémon, das was euer Game macht, solltet ihr immer die höchsten Werte drauf haben. Weiterhin habe ich angefangen, meine VMs spielerisch ein bisschen hin und her zu traden, weil sie nicht immer gepasst haben. Also, was ihr unter allen Umständen vermeiden solltet, ist eine Vollvererbung. Das bedeutet, ihr fangt an, alles, was ihr so besitzt, in ein Pokémon rein zu vererben. Das hat einfach den Grund, dass dieses Pokémon sehr wahrscheinlich nicht unbedingt die ganzen VMs benötigt, vielleicht auch nicht unbedingt die Fesselwerte braucht, weil es ist vielleicht ein Support-Pokémon oder. Und im allerschlimmsten Fall einfach nicht die Polierungen benötigt. In meinem Fall war das zum Beispiel so, dass mein Groudon vorher schlechte Polierungen hatte. Die habe ich dann erst zwischenvererbt, habe ich dann weiter vererbt. Am Ende sind sie dann auf die Jalga gelandet. Und ja, es ist zwar viel drumherum, aber im Endeffekt spart man so einen Haufen Ressourcen. Ich habe sozusagen aus einem 400er Durchbruch auf einen Groudon in Special Attack, was total nutzlos ist, habe ich das auf die Jalga geschmissen. Die Jalga nutzt Special Attack. Demzufolge war der Durchbruch dort natürlich mega worth. Und mein Entei, was den Angriffsdurchbruch hat, ist auf Groudon gelandet. Das heißt, am Endeffekt habe ich dann mein Groudon gepusht und mein Jalga gepusht und habe eigentlich nur meine Werte getauscht. Das ist ein Tipp, den kann ich euch echt nur ans Herz legen und das solltet ihr auch wirklich beachten, wenn ihr eine Vererbung durchführt. Das mit der Polierung habe ich, wie gesagt, bereits angesprochen. Das seht ihr ganz oben in dieser Liste. Natürlich macht man sich dann auch so kleinere Fragezeichen, wie ich jetzt in dem Fall. Latios auf Giratina, Latios auf Onix. Da war ich mir nicht ganz sicher, welche Farms am ehesten passen würden, etc. etc.
Später hat sich dann herausgestellt, meine VMs haben auch nicht ganz gepasst. Also ich musste tatsächlich Onyx zweimal vererben. Das ist noch ein weiterer Tipp, den ich euch dann festlegen kann. Checkt eure Liste auf jeden Fall nochmal ab. Ansonsten braucht ihr mehr Ressourcen. Ich hatte in dem Fall mir eine Mitschrift hier nicht gemacht. Das war natürlich mein Verhängnis. Ich habe nämlich vorher 8er VMs auf Onyx vererbt. Und ursprünglich hatte ich aber noch ein Pokémon mit 12 VMs rumliegen. Was lustigerweise tatsächlich genau dieselben VMs waren. Und dadurch musste ich Onyx zweimal vererben, weil es einfach wasted Ressourcen waren, die ich einfach sinnlos nicht benutzt habe. Wenn man ein bisschen mit dieser Liste arbeitet, also nicht meine Liste, eure eigene Liste, kann man einiges rausholen. Im Endeffekt hat mich das ganze Prozedere ungefähr 3000, knapp 4000 Diamanten gekostet. Das klingt immer erstmal viel. Wenn man aber bedenkt, dass ich am Ende halt tatsächlich ein Dialga habe mit annehmbaren Durchbrüchen, ein Dianzi habe mit mittelmäßigen Durchbrüchen, hier habe ich nicht viel rein vererbt, aber dafür meine ganzen Werte, die ich vorher noch mit als zweit- und drittbeste Werte hatte, übernehmen konnte. Und vor allen Dingen, dass ich auch die wohlwollend alle behalten habe, bis auf tatsächlich Palkia. Auch die hier sind schon im Vorfeld schon vorgefertigt. Muss ich halt nur noch durchbrechen. Wenn wir auch hier gucken, ist genau dasselbe Spiel, alles schon fertig. Hat sich das in meinen Augen extrem gelohnt. Dafür gebe ich gerne 200 Diamanten aus, weil es einfach einen Haufen Zeitersparnis hat. Besonders jetzt mit der neuen Fähigkeit möchte man die Zuchtkarten gerne behalten. Und dann ist es nicht immer sinnvoll, alles sich nochmal von vorne hochzuzischen. Ein wichtiger Tipp, und das seht ihr jetzt gleich hier in dem kleinen Videoausschnitt, ist, wenn ihr eure Resonanz-Pokémon vererbt, achtet darauf, welche Freundschaft ihr nehmt. In meinem Video-Beispiel hatte mein Latias und mein Entei erhöhte Freundschaft. Die waren über Max-Level, über Level 100. Und alle wissen ja, ein Resonanz-Pokémon hat ein Freundschaftslevel von 120. Das bedeutet, man kann natürlich dort Freundschaft im Vorfeld schon ansammeln und die später reinvererben. Bei einer Vererbung nimmt man 100% der Freundschaft mit. Das bedeutet, habt ihr im Vorfeld auf irgendeinem x-beliebigen Pokémon 120 Freundschaftslevel angesammelt und vererbt diese auf ein Resonanz-Pokémon, dann hat es instant 120 Freundschaftslevel. Das hat in meinem Beispiel nicht ganz funktioniert, weil ich nicht genügend angesammelt habe. Nun kam bei mir Plan B zufolge und das seht ihr bei Dialga. Dialga hatte im Vorfeld schon Zuchtlevel und auch Freundschaftslevel angesammelt. Diese habe ich zwischengespeichert auf einem Pikachu, um dieses später wieder an Dialga zu verzüchten. Das hatte einfach den Grund, weil ich mein Entei auf Dialga vererben wollte. Dadurch hatte mein Dialga 31er Zuchtlevel. Und im Freundschaftslevel war es damals knapp Level 107. Nachdem ich jetzt mein Pichu zwischengespeichert hatte, konnte ich das Pichu in die Jäger zusätzlich noch rein verzüchten. Das hat mich zwar ein paar Diamanten gekostet, aber ich konnte dadurch noch das meiste der Freundschaftspunkte mitnehmen. Und somit konnte ich mein Jäger auf einen Resonanz-Freundschaftslevel von 115 boosten. Ich sage mit Absicht einiges, weil wenn ihr bereits Level auf eurer Freundschaft habt und jetzt anfangt, ein anderes Pokémon mit erhöhter Freundschaft da rein zu verzüchten, nehmt ihr nicht 100% dieser Freundschaftspunkte mit. Ihr erhaltet nur 70 bis 80% dieser Freundschaftspunkte. Das ist ziemlich wichtig nochmal zu wissen, damit man nicht anfängt, sich ganz viele Pokémon ganz wenig Freundschaftspunkten zu machen, weil so werden die Level tatsächlich immer weniger. Ihr solltet sozusagen wirklich einmal voll vererben und dann ein Pokémon übelst krass hochboosten und das rein verzischen, damit ihr am meisten Ressourcen spart. Diese ganzen Tipps und Tricks kann ich euch bei der Vererbung mit auf den Weg geben. An sich ist das wirklich Pillepalle. Man muss sich lediglich Gedanken machen, ausführlich Gedanken machen. Das ist wirklich ein gut gemeinter Ratschlag. Und man sollte im Vorfeld einiges an Steinen sammeln. Und ich persönlich muss nicht jeder so machen, aber meine persönliche Präferenz ist, sammelt diese Steine im Vorfeld und zwar mindestens ein bis zwei Steine nochmal mehr. Es können euch Fehler unterlaufen und wenn das passiert, ist es extrem ärgerlich, wenn ihr zuvor punktgenau auf einen Stein geplant habt. Und jetzt fehlt euch genau ein zusätzlicher Stein, um euren Fehler nochmal zu beheben. Mir ist es einmal unterlaufen und ich habe monatelang gebraucht, bis ich diesen Fehler beheben konnte. Und sowas ist extrem ärgerlich. Deswegen mein Rat an euch, sammelt diese Steine. Diese Steine könnt ihr einmal bekommen aus den Kisten in den serverübergreifenden Grenzduellen. Wenn ihr unter den Top 100 seid, könnt ihr hier durch Glück diese Steine bekommen.
oder ansonsten durch Energie-Event, hebt dafür eure Kuchen auf oder eure Donuts und sammelt diese Steine im Vorfeld. Diese ganze Vererbungsgeschichte ist an sich wirklich echt einfach und ich hoffe, dass so diese kleinen Tipps und Tricks euch in der Hinsicht noch ein bisschen helfen und eventuell eure Team-Challenges beim nächsten Mal ein bisschen vereinfachen. Zum Schluss will ich euch jetzt mal noch zeigen, wie man die Resonanzfreundschaft ordentlich nach oben boostet. Ich habe es schon ein paar Mal angesprochen, es gibt auch ein kleines Kurzvideo dazu. Aber ich möchte es euch jetzt nochmal vernünftig zeigen. Und zwar gibt es dafür jetzt zwei Möglichkeiten. Einmal, wie ihr es alle kennt, über das Hauptquartier. Ihr könnt in eure Farm gehen, könnt dort ein x-beliebiges Pokémon nehmen, Raupi, was weiß ich nicht, und könnt das einfach hier ablegen. Dann sammelt dieses Pokémon über Zeit Freundschaftspunkte, und zwar bis ins Unermessliche. Das bedeutet, hat euer Freundschaftslevel das Level 100 erreicht, kann dieses Pokémon in dieser Farm immer noch Punkte sammeln. Und so kann man im Vorfeld Monate, jahrelang sogar Freundschaft sammeln und irgendwann, wenn man das Resonanz-Pokémon hat, einfach dieses eine Pokémon da rein verzüchten. Das ist der eine Trick, der dauert allerdings sehr, sehr lange und diesen muss man mit Weitsicht machen. Der zweite Trick ist folgender. Dazu braucht ihr das Geheimgebiet. Fangt euch hier x-beliebige Pokémon. Ich mache das jetzt mal ganz schnell. So. Und diese Pokémon fangt ihr an, einfach so hoch ihr könnt in der Freundschaft zu pushen. Wie ich bereits im Vorfeld erwähnt habe, kann die Freundschaft zwischen 70% und 80% ungefähr nur übertragen werden bei einer Verzüchtung. Das können wir jetzt gerne mal zusammen demonstrieren. Dazu nehmen wir jetzt einfach uns dieses Raupi hier, boosten es mal jetzt, was weiß ich, auf Level 50 und werden zusammen mal schnell die Freundschaft hochballern. So, ihr seht, unser Raupi hat jetzt knapp 28.000 Freundschaft erreicht. Das Ganze gucken wir uns jetzt mal an. Dazu nehmen wir dieses Raupi, verzüchten es hier einfach rein, kombinieren. Kombination ändert sich natürlich nicht, die Zuchtpunkte sind etwas anderes. Und ihr seht, die Freundschaft wurde schon erhöht. Wir haben damit unser Level abgeschafft. Und das ist der ganze Trick. Ihr macht im Endeffekt nichts anderes, als die Pokémon alle im Geheimgebiet fangen, einfach aufleveln, solange eure Freundschaftsitems reichen und verzüchtet sie in eure Resonanz-Pokémon. Ich hoffe, mit diesem ganzen Video konnte ich euch einigermaßen helfen, habe euch ein paar neue Ideen vor allen Dingen gebracht, wie ihr sinnvoll vererben könnt. Macht das Ganze, es spart euch einen Haufen Ressourcen, es spart euch vor allen Dingen auch sehr viel Anstrengung, muss ich sagen. Zeit nicht unbedingt, ihr wastet tatsächlich eher Zeit, aber sehr viel Anstrengung, weil ihr einfach im Nachhinein dann nicht mehr nachgucken müsst, sondern ihr habt dann eine fertige Liste, macht diese Liste einfach und klappert sie ganz normal ab und dann seid ihr nach 2-3 Minuten schon fast durch mit der Vererbung, ohne euch großartig nochmal Gedanken gemacht zu haben. An dieser Stelle, wie gesagt, hoffe ich, dass ich euch geholfen habe und haut rein, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao, ciao.